Guten Tag zusammen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, nochmal über die aktuelle Corona-Situation bei uns in der Städteregion zu informieren. Wir haben Stand heute eine Inzidenz von 94. Wir hatten am 18. Februar, also vor wenigen Wochen, eine Inzidenz von 35 und müssen leider feststellen, dass seitdem die Inzidenz wieder deutlich gestiegen ist. Die Anzahl der Mutationen beträgt mittlerweile bei uns rund 50%, also 50% der Corona-Infizierten, denen liegt dieser mutierte Virus zugrunde, der deutlich ansteckender ist. Und der in der Kombination mit den jetzt vorgenommenen Lockerungen sicherlich dazu führen wird, dass die Inzidenz auch noch weiter steigen wird. Ganz wichtig ist mir, die Inzidenz ist nicht das alleinige Merkmal. Wir müssen auf die freien Intensivbetten mit Beatmungskapazität schauen. Wir müssen berücksichtigen, dass wir die vulnerabelsten Zielgruppen, also die Menschen in den Heimen und die Menschen über 80, fast durchgeimpft haben. Also von daher ist das nicht das alleinige Kriterium, aber natürlich ein Warnkriterium, wo man sehr genau hinschauen muss. Es wird sicherlich auch so sein, dass die Inzidenz weiter steigt durch die Schnelltests, die jetzt ab dieser Woche möglich sind. Jeder kann sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Wir haben in der Region in Zusammenarbeit mit den Kommunen eine tolle Infrastruktur aufgebaut. Es gibt 45 Zentren, wo man sich vor Ort testen lassen kann. Und wir haben zusätzlich ein mobiles Angebot als Städteregion eingerichtet, wo ein Bus rundfährt in den Kommunen, wo es keine eigenen Schnelltestzentren gibt. Auch das ist wichtig, um mit diesen Schnelltests wieder zu verantwortungsvollen Lockerungen zurückzukehren. Aber je mehr man testet, umso mehr Fälle werden entdeckt. Das ist gut für die Pandemiebekämpfung, steigert die Inzidenz und deswegen müssen wir da immer sehr genau hinschauen und diese Werte alle gemeinsam nebeneinander legen, um zu entscheiden, wie gehen wir mit den Lockerungen, mit den weiteren Maßnahmen um. Gestern hat das Thema AstraZeneca-Impfstoff bei vielen Menschen dazu geführt, dass es natürlich große Diskussionen gab. Gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr kam die Meldung, dass aufgrund der Vorfälle, die es gegeben hat, zunächst mal in Deutschland AstraZeneca nicht weiter verimpft wird. Das betrifft auch unser Impfzentrum. Wir werden deswegen bis Sonntag alle Impftermine für Menschen mit AstraZeneca-Impfstoff absagen. Das sind die Berufsgruppen. Die Menschen über 80 werden mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft und das läuft ganz normal weiter. Ich halte es für absolut richtig, dass man diesen Fällen nachgeht, dass man das aufklärt. Man muss aber sicherlich auch in Relation sehen, es hat 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland mit dem AstraZeneca-Impfstoff gegeben. Es gab 7 Fälle, wo es Komplikationen gab, die im Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten. Also von daher halte ich es auch für ganz wichtig, dass diese Diskussion sachlich geführt wird. Das muss aufgeklärt werden. Aber das heißt nicht, dass hier ein schlechter Impfstoff oder ein Impfstoff zweiter Klasse auf dem Markt ist, sondern wenn all diese Dinge geklärt sind, halte ich es für wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder zu den Impfungen zurückkehren. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass da wahrscheinlich auch der AstraZeneca-Impfstoff weiterhin eine große und wichtige Rolle spielen wird. Darum das Tempo, das wir jetzt gerade mit den Impfungen aufgenommen haben, das ist ganz wichtig, dass wir da schnellstmöglichst wieder hinkommen. Unser Impfzentrum hat 1200 Impfungen pro Tag in den letzten Tagen erledigen können. Und mir wäre ganz wichtig, wenn wir da ab Montag so schnell wie möglich wieder hin zurückkommen, weil nur die Impfung das einzige Mittel ist, um diese Pandemie wirklich wirksam bekämpfen zu können. Heute ist der 16. März. Am 16. März 2020, also genau vor einem Jahr, hatten wir die ersten beiden Corona-Toten bei uns in der Städteregion. Heute sind es fast 500 Menschen. Allein in der Städteregion, deutschlandweit rund 73.000 Menschen, die an dem Coronavirus ihr Leben verloren haben. Und wir haben uns deswegen gestern mit der Oberbürgermeisterin, mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Region darauf verständigt, dass wir heute den Corona-Opfern gedenken wollen. Deswegen ist am Städteregionshaus und an allen Rathäusern Trauerbeflaggung angeordnet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bei aller Aufgeregtheit, bei allen Diskussionen, die es im Moment gibt, bei allem Genervtsein von Corona, was jeder von uns hat, dass wir uns die Zeit nehmen, diesen Moment innezuhalten und der Menschen und vor allem ihrer Familien, ihrer Freunde und Bekannten zu gedenken, die ihr Leben verloren haben. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dieses Virus so schnell wie möglich zu bekämpfen, damit nicht noch mehr Menschen, egal ob bei uns oder in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, ihr Leben an dieses Virus verlieren.